In Albanien hat es bei Protesten gegen die sozialistische Regierung von Ministerpräsident Edi Rama Ausschreitungen gegeben. Die albanische Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein, die versuchten, in das Parlamentsgebäude einzudringen. Einige Demonstranten und Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Die rechtsgerichtete Demokratische Partei wirft der sozialistischen Regierung Korruption und Wahlbetrug vor. Die Anhänger der Opposition fordern den Rücktritt Ramas und freie Wahlen. Ministerpräsident Rama hatte Neuwahlen ausgeschlossen. Der Protest ist der fünfte seit Mitte Februar, als mehr als 60 Abgeordnete der Opposition aus Protest ihre Parlamentsmandate niedergelegt hatten.